Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines LibGDX Tutorials. In der Episode und in den folgenden 5 Episoden geht es um das Box2D oder um die Box2D Extension, was LibGDX mit sich bringt. Und in der Episode wird es gleich mal schön trocken, weil wir überhaupt nichts sehen werden am Ende der Episode. Das kommt dann erst in der nächsten Episode. Dann fange ich aber hier gleich mal an mit Box2D. Und zwar brauchen wir für Box2D erstmal in einer gewissen Art eine Welt, die wir erzeugen wollen. Und dafür gibt es die schöne Klasse World in Box2D. Und davon brauchen wir gleich mal ein Objekt. Und dann brauchen wir außerdem noch eine Orthographic Camera. Die brauchen wir dann später, um die Buddies überhaupt richtig darstellen zu können. Und dann könnte jetzt auch sagen, ja, dann nimmt man doch einfach so die Standardkamera vom Sprite Batch. Das gibt aber mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Der erste Grund ist, dass wir überhaupt keinen Sprite Batch erstmal brauchen, solange wir nichts mit Texturen rendern, weil Box2D seinen eigenen Box2D-Renderer mitbringt, wenn wir nur die Buddies zeichnen wollen, die dann, oder die Körper, die eben in der Physikwelt damit am Start sind. Und außerdem ist es so, dass eine Einheit, die wir zum Beispiel, an denen wir Bodies erstellen, 1 Meter in Box2D entspricht. Das heißt, wenn wir dann die Kamera, die Standardkamera hat ja dann, wenn das Fenster 800 Pixel breit ist, heißt das, dass die Welt 800 Meter breit ist, beziehungsweise wenn man es dann auf die Höhe mit 500 Meter Höhe oder je nachdem, was man dann für ein Fenster eingestellt hat. Und wenn man dann einen Körper da fallen lässt, dann kommt der relativ, also der fällt, wird ja immer nicht schneller, umso länger er fällt, sondern der erreicht irgendwann auch sein Maximum an Geschwindigkeit. Wenn man zum Beispiel eine Feder in der echten Welt fallen lässt, dann wird die ja auch nicht so immer weiter schneller und fällt dann wie ein Stein runter. Genau. Und das ist das Problem. Dann würde nämlich ein Körper extrem langsam runterfallen. Deswegen brauchen wir hier noch eine eigene Orthographic Camera dann dafür, um das ordentlich zu rendern. Und dann brauchen wir, wie schon gesagt, diesen Box2D Debug Renderer von Box2D. Und zu dem restlichen, was wir dann noch brauchen, kommen wir später. Jetzt erstellen wir erstmal diese Kamera und da würde ich vorschlagen, dass wir dann das Ganze circa je nach Displayverhältnis 10x10 breit machen. Ups. Das heißt, wir müssen das hier wieder, wie in der einen Episode gezeigt, mit den verschiedenen Ups, Width natürlich, und das Ganze muss noch einen Float haben mit dem Viewport. Das muss dynamisch angepasst werden und in der Resize-Methode mache ich jetzt nichts. Falls euch das interessiert, könnt ihr die entsprechende Episode anschauen. Dann setze ich die Kamera noch auf die Mitte, weil die werden wir dann erstmal nicht verschieben. Die kann man natürlich auch verschieben, wenn man lustig ist. Und da muss natürlich auch die Hälfte, sodass wir schön in der Mitte sind, und dann Z0 und dann update ich die Kamera gleich noch. So, und dann erstellen wir die Welt von Box2D. Da gibt es nur einen Konstruktor, und zwar die Gravitation, jetzt habe ich es, und ob er schlafen soll. Für die Gravitation braucht er einen Vektor, und der soll, wenn man es jetzt normal macht, sollte der nach unten zeigen, also nach unten zeigen, weil die Körper sollen nach unten fallen, aber wenn man jetzt ein Spiegel auf den Kopf oder so macht, dann kann der natürlich auch nach oben zeigen, dieser Vektor. Ich mache jetzt mal mit, ich denke, das sind minus 10 in Y-Richtung. Und dann, ob er schlafen soll oder nicht, und wenn man die CPU-Usage nicht zu hoch haben will, sage ich mal, dann oder halt die allgemeine Performance verbessern, dann sollte man hier auf True setzen, dann simuliert er nämlich
inaktive Buddies oder Körper nicht in der Welt. Und dann müssen wir diesen Box-to-Debug-Renderer noch initialisieren. Da brauchen wir, wenn dann noch, entweder einfach den Standard-Konstruktor oder hier kann man noch so ein paar Flags einstellen mit Draw-Velocities, Inactive-Buddies, Contacts, AABBs, was das genau sind, muss euch nicht interessieren. Das übernimmt nämlich Box2D alles für uns. Und jetzt müssen wir erstmal, würde ich sagen, noch die jeweiligen Dispose-Methoden von dem Renderer und von der World aufrufen. Und dann muss Box2D ja auch irgendwie die Physik jetzt simulieren. Und es simuliert immer die Zeit, also wenn man die Physics updated, simuliert es dann die Zeit, kann man angeben, wie viel es simulieren soll. Und da könnte man jetzt erstmal meinen, also das geht mit World.step und dann der Timestep ist, wie lang es simulierend. Man setzt das einfach auf die Delta Time. Und gut ist, so einfach ist es aber nicht, denn da können ganz komische Dinge entstehen, wenn das so eine variable Zeit ist, weil am besten nimmt man dann immer eine konstante Zeit, die wir simulieren sollen, zum Beispiel ein Sechzigstel, und dann definieren wir uns hier mal oben als finale Float-Variable Timestep gleich ein Sechzigstel und hauen das dann hier rein, Timestep, und dann die Velocity Iterations und die Position Iterations, das setzt sich normalerweise beides auf 6. Das kommt daher, wenn zum Beispiel jetzt ein Körper mit einem anderen kollidiert, wird irgendwie einer der beiden Körper normalerweise wieder ein bisschen woanders hingesetzt, so dass es halt physikalisch auch halbwegs stimmt. Dabei kann der ja natürlich aber wieder mit einem anderen Körper kollidieren und das wird in einer Iteration nicht wahrgenommen. Deswegen, da macht man eine zweite, dann wird der Körper, der da jetzt versetzt wurde, wird den anderen beeinflussen. Aber der kann ja wieder was beeinflussen. Das heißt, hier gibt man dann an, wie sehr das noch wieder nachgerechnet werden soll und so weiter. Und natürlich, umso höher diese Zahlen sind, umso langsamer wird's. Genau, dann wird einem, dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein, wenn man das jetzt hier auf ein Sechzigstel standardmäßig setzt, aber die Framerate jetzt beispielsweise bei 30 FPS ist, dann wird es dann funktioniert das ja nicht mehr so ganz, dann wird alles ein bisschen langsamer, beziehungsweise um die Hälfte langsamer, weil wir ja in jedem Frame nur ein Sechzigstel der Zeit simulieren, aber es ist tatsächlich ein Dreißigstel Sekunde vergangen. Und deswegen müssten wir in dem Fall jetzt das zweimal aufrufen. Und dafür brauchen wir jetzt einen Akkumulator. Also hier oben erstellen wir eine neue Variable Akkumulator. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Sieht richtig aus. Und den erhöhen wir jedes Mal um die Delta Time. Und dann fragen wir ab, solange dieser Akkumulator größer gleich die Timestep ist, soll der das da machen. Und der Akkumulator soll dann entsprechend natürlich um Timestep reduziert werden. So. Dadurch haben wir jetzt hier gesichert, dass wenn zum Beispiel 30 FPS sind, dann wird der das sind 33 Millisekunden oder 33 0,033 erhöht und Timestep ist 0,016 ganz grob. Das heißt, das Ganze wird immer zweimal aufgerufen und dann haben wir die entsprechende Zeit wieder normal simuliert, sodass alles bei jeglicher Framerate flüssig läuft. So, das Problem wiederum ist, wenn jetzt die Framerate absinkt, weil wir viel Physik simulieren müssen. Das heißt, der Akkumulator wird ganz groß, das heißt, das wird relativ oft wiederholt, aber dadurch, dass die Physik so lange braucht, wird es immer höher und das nennt man dann Death Spiral, weil man immer mehr Physik simulieren muss und
oder beziehungsweise immer mehr Zeit von der Physik simulieren muss. Aber das eigentliche Problem ist, dass diese Simulation so lange dauert und deswegen cappt man das meistens an nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wir rufen hier math.min von diesem Delta Time und dann kommt der obere, also der maximale Wert und dann nehme ich jetzt mal eine Viertelsekunde. Das heißt, wenn, also entweder diese Funktion bedeutet, entweder wenn das kleiner ist, also die Delta Time kleiner als 0,25 Sekunden, wird die Delta Time genommen, sonst wird die 0,25 Sekunden genommen. Und dann, wenn man 4 FPS hat, wo das Spiel dann sowieso nicht mehr so flüssig läuft, dann kann auch die Physik, also dann läuft es halt langsamer. Und, aber das ist besser, als dass das Programm sich komplett auffängt, das, oder das Spiel. Genau. Und zum Schluss machen wir hier noch was, und zwar rendern wir die Welt, also die Buddies, die in der Welt drin sind, was die Buddies genau sind, da kommen wir nächste Episode dazu. Und dann brauchen wir hier noch eine Projection Matrix und dann nehmen wir wie immer die Camera.combined. Genau, das war's jetzt. Ich kann euch nicht viel zeigen, weil wenn ich das ausführe, dann ist es einfach nur schwarz und sonst nichts. Das wird sich aber dann nächste Episode ändern. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.